Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 129: Die Magie der Muggel. Mit einer Tasse Kaffee hatte Lucius es sich an seinem Fensterplatz gemütlich gemacht, um den Tagespropheten in Ruhe lesen zu können. Schwester Marie hatte er heute noch nicht gesehen, doch er hatte sich schon längst ihren Dienstplan eingeprägt. Vor dem Mittag müsste sie auftauchen. Endlich konnte er selbst wieder Zeitungen lesen und etwas über politische Ereignisse sowie dem Klatsch und Tratsch der Prominentenwelt erfahren. Erleichtert atmete er auf, bevor er seinen Blick aus dem Fenster warf. Es schneite. Die Werbetafel von Bertie Botts Bohnen in jeder Geschmacksrichtung war so stark eingeschneit, dass man von dem Wort Bohnen nur noch ohne lesen konnte. Sein Blick fiel nach einem Schluck Kaffee auf seinen stummen, regungslosen Zimmergenossen. Gregory Goyle tat ihm leid. Selbst wenn er das nie nach außen hin zeigen oder gar sagen würde. Der junge Mann hatte zur gleichen Zeit das dunkle Mal erhalten wie sein eigener Sohn, rief sich Lucius mit Bedauern ins Gedächtnis zurück. Schon war es geschehen, denn Lucius musste unentwegt an Draco denken. Die letzten Momente mit seinem Sohn spiegelten sich wieder in seinem Kopf. Dracos Geständnis, eine Frau kennengelernt zu haben, die ihm um seinetwillen vergöttern würde, nicht weil sein Name bekannt war oder die Familienkonten gut gefüllt waren. »Es ist Miss Bones«, hatte sein Sohn ihm offenbart. Lucius seufzte. Nachdem er sich daran erinnerte, Draco gleich darauf einen Blutsverräter geschimpft zu haben. Die Freude darüber, seine Narzissa wohlauf zu wissen und die Herzenswärme, die mit ihrem Brief den Weg ins Krankenhaus fand, ließ ihn die ersten Male darüber hinwegsehen, dass seine teuerste mit der unreinen Beziehung des gemeinsamen Sprosses keine Unannehmlichkeiten zu verbinden schien. Im Gegenteil, denn Narzissa hatte einige Male geschrieben, wie nett sie Dracos Verlobte finden würde. Als noch kein Name gefallen war, hatte Lucius erst gedacht, Draco hätte sich von Miss Bones getrennt und sich anderweitig umgesehen, um es seinem Vater recht zu machen. Es dauerte gar nicht lang, da hatte Narzissa in ihrem Schreiben die Verlobte beim Namen genannt. Miss Bones. In den folgenden Briefen wurde die Halbblüterin sogar noch als Susan betitelt, als würde sie längst zur Familie gehören. Lucius war skeptisch geworden und er hatte sich gefragt, ob Narzissa noch seine Narzissa wäre. Doch die Liebe seiner Frau, die aus jeder Zeile herauszulesen war, war dieselbe gewesen wie früher. Wenngleich sie aufgrund der langen Zeit der Trennung mit viel mehr Sehnsucht zum Ausdruck gebracht worden war. Lucius verzehrte sich nach ihr, doch er gab ihrem Wunsch, ihn besuchen zu wollen, nie nach. Es gehörte sich seiner Meinung nach nicht, für eine anständige Frau den Gatten aufzusuchen, der momentan in einer höchst unerfreulichen Lage anzutreffen war. Um ihre eigene gesellschaftliche Stellung zu wahren, wäre es angemessen, sich momentan von ihm fernzuhalten. In Erinnerung schwelgend widmete er sich dem Tagespropheten und er las einen höchst amüsant formulierten Artikel über die seit einiger Zeit zurückgezogen lebende Journalistin Rita Kimcorn. Als es unerwartet klopfte und die Tür sich gleich darauf öffnete. »Guten Tag, Mr. Malfoy«, sagte Marie strahlend. »Ihnen auch einen guten Tag, Marie«, grüßte er erfreut zurück. Sie betrachtete einen Moment lang
die Lage und machte lächelnd die Bemerkung. Ein schöner Tag. Es schneit und die Sonne scheint. Lucius blickte einmal aus dem Fenster, bevor er wieder Marie anschaute und galant erklärte, die Sonne geht in diesem Krankenzimmer erst auf, wenn Sie es betreten, meine Teure. Schwester Marie konnte nichts gegen das schüchterne Lächeln unternehmen, welches sich auf ihrem Gesicht ausbreitete. Ja, dachte Lucius unbescheiden, ich kann es noch immer. Während Schwester Marie bereits das Bett von Gregory machte, sagte sie, ach, Mr. Malfoy, Mr. Shacklebolt hat sich eben über den Kamin angekündigt. Er wird Sie heute besuchen. Auf einen Samstag? Der gute Mann übernimmt sich noch, scherzte Lucius abwertend, der genau wusste, dass die Ministeriumsangestellten nur an den Wochenenden arbeiten mussten, wenn die Luft brannte. Vielleicht, so hoffte er, wollte Arthur noch etwas über die Muggelbande oder die Todesserverstecke herausfinden, bevor die Verhandlung am 12. Januar stattfinden würde. Und womöglich hätte Lucius erneut die Aussicht auf ein wenig Hafterlass. Von den 7 Jahren, die er maximal absitzen musste, wollte er auf jeden Fall noch einige verlieren. Möchten Sie, dass ich nachher, wenn Mr. Shacklebolt hier ist, bei Ihnen bleibe? Wollte Marie wissen. Ja, das wäre nett. Ich hoffe, Mr. Shacklebolt erinnert sich daran, dass er dem zugestimmt hatte. Lucius las den Artikel im Tagespropheten zu Ende und grinste hämisch, bevor er die nächste Seite mit den Kurzartikeln aufschlug und er deren Überschriften überflog. Erschrocken holte er Luft, als er Malfoy Manor las. Was haben Sie, Mr. Malfoy? Fragte Marie besorgt. Er blickte sie an, doch anstatt ihr sein Verhalten zu erklären, wandte er sich der Zeitung zu und las laut vor. Gestern, am 21. November, hat das Ministerium das gesamte Malfoy-Anwesen nach jahrelanger Beschlagnahme an die Verwandten freigegeben. Es ist zu erwarten, dass Narcissa Malfoy, die Gattin des zurzeit inhaftierten Todessers Lucius Malfoy, Malfoy Manor beziehen wird. Über die anstehende Verhandlung von Lucius Malfoy wird der Tagesprophet zur gegebenen Zeit ausführlich berichten. Lucius blickte auf. Marie schien um Worte verlegen. Doch ihm ging es nicht anders, so dass er sich stumm wieder den Kurzartikeln zuwandte. Den Besuch von Shacklebolt konnte Lucius kaum noch erwarten. Sicherlich würde er ihm verständlich machen können, dass seine Frau in Gefahr war, denn sicherlich werden auch andere diesen Artikel gelesen haben. In den 3 Besen hatten die 4 Freunde trotz des ernsthaften Gesprächs mit Remus noch ihren Spaß gehabt und sie kehrten erst am späten Nachmittag nach Hogwarts zurück. Hermine wollte heute noch ein Experiment mit Muggeln durchführen und dafür hatten sich glücklicherweise ihre Eltern bereit erklärt. Aus Severus' Labor besorgte sich 2 Ampullen von ihrem Trank, als ihr Blick beim Gehen auf die Mappe fiel, die Mr. Warple ihr gestern überreicht hatte. Sie lag noch genau dort, wo sie sie abgelegt hatte. Die Mappe mitnehmend machte sie sich auf den Weg zu Severus, um höflichkeitshalber zu fragen, ob er dem Experiment beiwohnen wollte, auch wenn sie ahnte, dass er ablehnen würde. Kommentarlos ließ Salazar sie ein. Auf den Hund konnte man sich verlassen, denn der grüßte sie wenigstens und hieß sie herzlich willkommen. Während Severus sehr wahrscheinlich wieder oder noch immer in seinem Schlafzimmer verweilte. Hermine blickte durch den Türspalt. Severus lag halb bekleidet auf dem Rücken und schlief. Neben ihm auf dem Nachttisch standen 2 leere Fläschchen. Mutig ging sie hinein, doch sie weckte ihn nicht und nahm stattdessen eines der Fläschchen und roch daran. Der Geruch des Trankes für einen traumlosen Schlaf war ihr geläufig, denn der wurde in Krankenhäusern meist den Patienten verabreicht, die schwerste Verletzungen, einen Schock
oder ein Trauma erlitten hatten. Sie stellte es zurück auf den Nachttisch und legte die Mappe mit Warpels Beobachtungen in der Hoffnung daneben, dass Severus es sich wenigstens als Abendlektüre vornehmen würde, wenn er denn vor dem Morgengrauen noch einmal aufwachen sollte. Mit einer dicken Jacke bekleidet, marschierte Hermine durch den Schnee vor die Tore von Hogwarts, um direkt in die Küche ihrer Eltern zu apparieren. Obwohl sie ihre Tochter erwartete, erschrak ihre Mutter bei dem lauten Plopp. »Herrgott«, sagte ihre Mutter und fasste sich ans Herz. »Ich werde mich wohl nie daran gewöhnen.« Lachend fiel sie ihrer Mutter in die Arme und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Ihr Vater musste sie gehört haben, denn er kam gerade vom Wohnzimmer hinein in die Küche. »Hermine«, sagte er freudestrahlend und erstreckte ihr die Arme genauso herzlich entgegen, als würde er sie gerade zu Beginn der Schulferien an King's Cross empfangen. Sie lief auf ihn zu und umarmte ihn so innig wie auch schon ihre Mutter. Im Wohnzimmer machten sie es sich gemütlich. Das Radio im Hintergrund berieselte sie mit angenehmer Musik und Hermines Mutter hatte eine Palette mit kleinen Häppchen auf den Couchtisch gestellt, falls Hermine noch nichts zu Abend gegessen hätte. Sie unterhielten sich über alles Mögliche. Ihr Vater berichtete von einer neuen und viel größeren Zahnarztpraxis, die er mieten wollte, und gleich im Anschluss wollte er wissen, wie es um die Ausbildung seiner Tochter stand. »Mein Professor hat gesagt«, begann Hermine, »dass ich möglicherweise schon viel früher meine Prüfung ablegen könnte.« Ihr Vater lächelte stolz und sagte, »Das ist wunderbar, meine Kleine, ganz wunderbar. Dann bist du Heilerin und Zaubertränkemeisterin.« Ihre Mutter wollte wissen, »Wenn du fertig bist, was schwebt dir vor, Spatz? Was möchtest du danach gern machen?« »Ich weiß nicht«, begann Hermine, doch ihr Vater unterbrach sie gleich. »Komm schon, du hattest doch schon mit etwas geliebäugelt, als du die Ausbildung im Krankenhaus gemacht hattest.« »Damals war Krieg, Dad. Ich wusste doch nicht einmal, ob ich...« Sie beendete den Satz nicht. »Aber jetzt ist der Krieg vorbei«, konterte ihr Vater. »Was ist aus der einstigen Idee geworden, eine Apotheke zu eröffnen?« »Ich habe mir keine Gedanken mehr darüber gemacht«, antwortete Hermine ernst. Ihr Vater gab als Rat, »Du kannst wenigstens mal die Augen offen halten. Wenn du freistehende Geschäfte siehst, dann frag doch einfach mal nach, was sie kosten würden. Weißt du denn, wie die Immobilienpreise in der Zauberwelt so aussehen?« Es hörte sich an, als würde ihr Vater von einem anderen Land sprechen, und eigentlich war es das ja auch. Die Zauberergemeinschaft lebte in ihrer eigenen kleinen Welt. Ihre Mutter schenkte ihr zu trinken ein und fragte währenddessen, ob sie mit ihrem Professor zufrieden wäre. Hermine nickte. Verachtend warf ihr Vater ein. »Schlimmer als dieser Lehrer, der ihr damals das Leben schwer gemacht hat, kann er ja gar nicht sein. Wie hieß der noch?« Verschämt lächelnd und auf die Platte mit den Häppchen starrend, antwortete Hermine. »Das war Professor Snape, Dad.« Sie hatte ihren Eltern nie gesagt, wie ihr jetziger Zaubertränkemeister mit Nachnamen hieß, denn besonders ihr Vater hatte damals mehrmals während ihrer Schulzeit verlauten lassen, dass er mit diesem Snape gerne mal ein Wörtchen wechseln würde, um ihm vor Augen zu halten, dass er in pädagogischer Hinsicht ein völliger Versager wäre. Zum Glück waren ihre Eltern nicht lange auf ihrer Geburtstagsfeier geblieben und waren längst gegangen, bevor Severus auf der Bildfläche erschien. »Wie geht es Ron, Ginny und Harry?« erkundigte sich ihre Mutter, die sich noch gut an eine Zeit erinnern konnte, als ihre Tochter mit den dreien zusammen Unterschlupf im Keller gesucht hatte, um in Ruhe einen magischen Gegenstand zu vernichten, nachdem sie monatelang gesucht hatten. »Bestens! Wir haben heute zusammen zu Mittag gegessen. Das war richtig schön«, erzählte Hermine schwärmend. Nach dem Smalltalk folgte Hermines Experiment. Sie erklärte ihren Eltern, was der Trank bewirken würde, und schilderte, wie sie selbst ausgesehen hatte.
auch von der Wirkung auf einen Squib, hatte sie berichtet. Ihre Eltern, und das mochte sie so an ihnen, hörten ihr aufmerksam zu und fragten viele Dinge nach, sodass sie am Ende der erklärenden Worte sogar genau verstanden hatten, um was es ging, auch wenn sie in Zaubertränken keineswegs bewandert waren. Ihre Eltern waren sehr klug. Erstaunt sagte ihr Vater: Das hört sich wie eine wirklich große Sache an, Männchen. Ich könnte wetten, dass du dir damit bestimmt einen Namen machst. Während sie ihren Eltern die kleinen Ampullen reichte, lächelte sie und sagte: Das sagt mein Prof auch. An ihren Vater gerichtet: Nimm du ihn zuerst. Ich werde die Zeit nehmen und alles notieren. Ihre Mutter setzte sich neben Hermine, damit sie einen guten Blick auf ihren Ehemann haben würde, falls tatsächlich etwas geschehen sollte. Jetzt, Dad, sagte Hermine, und ihr Vater setzte an und trank alles in einem Zug aus. Wie schon bei Arabella geschah zunächst nichts. Doch dann setzte ein ganz schwaches, kaum wahrzunehmendes Glimmen ein. Fast unmerklich hatte sich ein blauer Schein rund ums Herz abgezeichnet. Vor lauter Staunen stand Hermine der Mund offen. Das gibt's doch nicht. Dabei hast du nicht mal meinen Zauberstab in der Hand, wo wir gerade beim Thema sind, sagte Hermine und reichte ihrem Vater den Zauberstab, den er mit der rechten Hand entgegennahm. Bei Arabella war erst etwas zu sehen gewesen, als sie Hermines Stab gehalten hatte. Kaum hielt ihr Vater den Stab, flimmerte es an seinem Arm etwas grünlich, aber nicht sehr kräftig. Weder die Farbe am Arm noch die am Herzen bewegte sich wabernd über seinen Körper, wie bei Harry, Ron, Severus oder ihr selbst. Die Farbe war einfach nur da. Fantastisch, murmelte Hermine, während sie auf ihrem Block Notizen machte. Muss ich irgendetwas machen? Wollte ihr Vater wissen. Nein, nein, bleib nur so sitzen und... Obwohl, warte mal. Sie reichte ihrer Mutter die andere Ampulle und sagte: Nimm es auch und setz dich rüber zu Dad, ja? Ihre Mutter nickte zustimmend, auch sie nahm den Trank ein und einige Minuten später wurde eine schwache Farbe über dem Brustkorb sichtbar. Braun, genau wie bei Hermine. Wie wild brachte Hermine ihre Beobachtungen zu Papier und sie wünschte sich im Moment nichts sehnlicher als Severus an ihrer Seite, damit er das sehen konnte, denn er war der Meinung gewesen, es wäre reine Geldverschwendung, den Trank an Muggeln zu testen. Gib Mama mal meinen Zauberstab, sagte Hermine zu ihrem Vater. Kaum hatten sich die Hände der beiden berührt, bewegte sich die blaue Farbe träge und wie in Zeitlupe in Richtung seiner Frau. Doch die Farbe ging nicht durch den Zauberstab hindurch. Es erinnerte ein wenig an die kleinen Tentakel, die von Draco ausgegangen waren, doch bei ihren Eltern waren sie wenig agil. Sie wirkten verkümmert und geradezu schwunglos. Kaum hatte ihre Mutter den Stab in der Hand, wurde ein violetter Schimmer um ihren Arm herum sichtbar. Das sieht ganz zauberhaft aus, aber was hat es zu bedeuten? Wollte ihre Mutter wissen. Hermine blickte von ihrem Notizblock auf und sagte ehrlich: Wenn ich das wissen würde, dann würde ich wirklich berühmt werden. Sie lächelte und erklärte anfangs noch ernst: Ich vermute, es ist Magie bei euch vorhanden, aber sie ist einfach nicht aktiv. Trotzdem wirken eure Farben minimal aufeinander ein, reagieren aufeinander. Ich vermute, dass ich die volle Ladung aus eurer Verbindung abbekommen habe. Sie seufzte, bevor sie noch anfügte: Ich weiß nur nicht, ob jeder Muggel irgendwelche blassen, unbeweglichen Farben zeigen würde. Und ich kann auch nicht mit Sicherheit sagen, ob sie bei euch erst nach meiner Geburt aufgetaucht sind oder vorher schon da waren. Das Experiment brach Hermine etwas früher ab. Die Farben ihrer Eltern glimmten zwar noch ein wenig, aber sie taten einfach nichts,
bewegten sich kein bisschen. Ich hole mal den kleinen Nachtisch, den dein Vater extra für dich gemacht hat, sagte ihre Mutter und erhob sich von der Couch. Oh Dad, du hast deinen berühmten Schokokuchen gemacht? Extra für mich? Schwärmte Hermine. Ihre Mutter stand bereits auf und gab ihrem Mann einen flüchtigen Kuss auf den Mund, wie sie es ständig tat, und da beobachtete Hermine etwas ganz Eigenartiges. Die Farben der beiden gewannen an Kraft und begannen viel heller zu glühen. Bevor ihre Mutter gehen konnte, forderte Hermine: Küsst euch nochmal. Wie bitte? Fragte ihre Mutter verdutzt, während Hermines Vater der Aufforderung seiner Tochter schnell und willig nachkommen wollte, denn er zog seine Frau bereits zu sich auf die Couch hinunter. Der zweite Kuss brachte keine Farbveränderung, so dass Hermine schon glaubte, sie hätte sich geirrt. Doch dann sagte sie eher nebenbei: Es ist jetzt gestellt, deswegen wiederholt es sich nicht. Junge Dame, ich muss doch sehr bitten, sagte Hermines Vater vorgetäuscht erbost. In diesem Haus ist nichts gestellt. Seine Frau anlächelnd legte er eine Hand auf ihren Nacken und gefügig ließ sie sich von ihm lenken, bis sich ihre Lippen trafen und ein Kuss geboren wurde, der an den eines frisch verliebten Paares erinnerte. Jetzt wurden die Farben auch wieder kräftiger. Hermine erinnerte sich daran, dass sie und Severus vermutet hatten, Magie wäre von der inneren Einstellung abhängig. Beim Anblick ihrer sich mittlerweile sehr leidenschaftlich küssenden Eltern war die Theorie nicht mehr von der Hand zu weisen, dass auch starke Gefühle die Farben beeinflussen konnten, selbst wenn die Magie, wie bei ihren Eltern oder bei Squibs, kaum vorhanden und in der Regel inaktiv war. Ihre Gedankengänge schrieb sie in Windeseile auf ihren Notizblock, und als sie endlich fertig war und aufblickte, da küssten sie sich immer noch. Räuspernd machte sie auf sich aufmerksam und erst da ließen die beiden voneinander ab. Es war ihnen anzusehen, dass sie ihre Tochter völlig vergessen hatten. Mit gut durchbluteten Wangen entschuldigte sich ihre Mutter, um in der Küche den Schokoladenkuchen aufzuschneiden. Nach wenigen Sekunden sagte Hermines Vater: Ich werde dir mal in der Küche helfen. Ein Lächeln unterdrückend sagte Hermine daraufhin: Ja, mach das, Dad. Den gesamten Sonntag darauf verbrachte Hermine damit, die Resultate des Experiments an ihren Eltern durchzugehen und Theorien aufzustellen. Nebenbei hatte sie mit Harry ausgemacht, dass sich heute beide abwechselnd um den Hund von Severus kümmern würden. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.